Guten Morgen, live von der Messe Mailand. Es ist jetzt 8.30 Uhr, eine Stunde vor Messebeginn. Deshalb ist noch so ruhig. Ich will Ihnen den Willy Schillig Stand zeigen. Ich bin etwas erkältet. Von den dummen Klimaanlagen, aber ich zeige Ihnen jetzt den Willy Schillig Stand. Und im Laufe eines zweiten Videos werde ich Ihnen heute noch allgemeine Messetrends präsentieren, damit Sie einen Eindruck über die Branche haben. Denn hier in Mailand trifft sich alles, was Rang und Namen hat. Sie werden mich jetzt nicht mehr sehen, dafür schöne Möbel. Ich glaube, das ist auch besser so. Willy Schillig hat einen Messestand in Mailand, der sich gewaschen hat. Ganz besondere Modelle werden extravagant präsentiert. Hier sehen Sie unser Schlagermodell, das Modell Sam. Als Zweisitzer mit überbreitem Longchair in Stoff und als Sofa in Lederschwarz mit Stippen. Etwas ganz Besonderes, hier sehen Sie einen Spion, der schaut. Also die Gruppe ist sehr beliebt, das sieht man. Und deshalb habe ich sie auch an dem Beginn meiner Reise durch die Willy Schillig Welt begonnen. Wir gehen jetzt mal nach hinten. Hier steht nämlich das Modell von Jan Armgard, was ich in der letzten Woche von der USA-Messe in Highpoint gezeigt habe. Nämlich die Sally in einer Kombination Dreisitzer mit zwei Sesseln. Da hinten sitzt unser Exportmanager Asia. Er ist auch immer früh da wie ich. Wir treffen uns jeden Morgen um 8 Uhr auf dem Stand. So, jetzt gehen wir weiter. Auch die Gruppe stand in Highpoint. Nur haben wir hier einen mutigeren Stoffbezug. Ja, das hat man übrigens öfters gesehen. Einen Stoff mit grafischen Mustern, hier in Schwarz-Weiß-Optik. Bei dieser Garnitur können Sie den Rücken klappen. Ich zeige Ihnen das mal. Wir machen die Kissen hier weg und dann können Sie das hochklappen. Kissen wieder hin. Und wunderbar, haben Sie mehr Sitztiefe und Sie haben einen echten Launching-Komfort für die ganze Familie. Ja, ein typisches Willy Schillig Modell mit viel Funktionen, Ausziehsitz, Motor, Rückenverstellung, Armteilklappe, alles drin, alles drin. Ein Sessel mit einer neuartigen Funktion, einen sogenannten Easy-Glider. Hier werden wir 5 bis 6 neue Optiken bringen. Und da hinten unser zweites Starmodell der Serie Romeo und Julia, eine Elementgruppe. Einen ganz, ganz tollen Leder, muss ich selber schauen, wie das heißt. Die Romeo ist bezogen im Leder C72, das ist ein leicht angeschliffenes, knupperkiertes Leder. Und diese Formation kam sensationell an, wird im Laden dann verkauft für zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Unser japanischer Vertreter. Dann haben wir da hinten Speisen mit Bank. Hier wird jetzt noch gearbeitet, deshalb sieht sie nicht so aufgeräumt aus. Ein sensationeller Sitzkomfort hat die Launch. Unsere Superbank für unsere konservativen Kunden, eine klassische Schillig-Gruppe mit Verstellungen wieder. Nur gut, das braucht man nicht unbedingt. Dann haben wir hier noch zwei wunderschöne Sessel. Drehsessel, top bequem. Und einen Relax-Sessel haben wir auch noch mit. Und da sind wir wieder bei der Sally. Das war unser kleiner Messerundgang. Sie sehen, ich zeige Ihnen mal, wo wir liegen. Direkt am Durchgang zur Halle 14. Und kein schlechter Platz. Ein Ofenstand, der richtig beeindruckend ist. Wir sind sehr zufrieden. Unser Asia-Mann Hans Federn hat gute Arbeit geleistet. Für diesen Markt ist die Messe sehr wichtig und auch für alle Länder. Hier war gestern die Hölle los und heute wird sicherlich auch nicht viel weniger, nicht so leer wie jetzt. Tagsüber kann ich ein solches Video nicht drehen. Sie werden das beim nächsten Video sehen. Für jetzt verbleibe ich mal Ihr Lutz Reinhardt und denken Sie dran, diese Schnäppchen gibt es bei profischnapp.de und tschüss.